Leute, da bin ich wieder, der Misanthrop. Willkommen zurück bei Medal of Honor Warfighter, der Singleplayer-Kampagne. So, wir haben aufgehört. Letzte Mal, da wurde dieser arme Kontaktmann, Zielperson, Drogendealer, irgendwer ausgeschaltet. Und wir müssen den Täter nun stellen. Und das wollen wir doch einfach mal machen. Machen wir weiter hier. Geben wir mal ein bisschen Stoff. So, mein Freund. Komm her. Ich kriege dich. Ich habe jahrelange Rennspielerfahrung. Zugleich muss ich allerdings sagen, ich bin kein sehr guter Fahrer. Ich muss hier nach links und rechts schauen. Ich gehe doch ohne. Alle nur wegen Handy. Wann sind Handys so wichtig geworden für die Leute? Komm her, du Sack. Dich krieg ich. Ups. Du hast doch keine Chance. Oh, Züge. Das war knapp. I like trains. Bleib doch stehen. Egal. Oh, Hühnchen. Hier gibt's Hühnchen. Achtung, kann ich hupen? Ne, ich kann nicht hupen, schade. Ah, verdammt. Bleibst du hier? Komm her. Ja, ich bin ja dabei, Alle locker flockig hier. Ah. Wie ich das hier mache, mal aus dem Weg. Ups. Oh. Kugel in Position, Ziel erfasst. Wow. Er bricht durch. BTF. Entschuldigung, ich bin Arzt. Ich darf das. Nein, bin ich nicht. Ich bin Ami. Ich darf das. Aus dem Weg. Voll die Rush-Hour erwischt hier. So, hier. Geht mir auf den Nerv hier. Macht Platz. Genau, für den Strafzettel müssen sie mich erstmal erwischen. Oh. Sorry. Ich glaube, da habe ich zwei weggepflückt vom Bordstein. Was stehen die da auch rum? Mitten auf der Straße. Selber schuld. Oh. Ja, die Ampel war kirschgrün. Das habt ihr alle gesehen. Okay, jetzt bleib doch stehen, du Lump. Mensch. Oh, ja, sehr. Oh, guck mal, Gucci-Taschen, nur 20 Dollar, das ist aber billig. Entschuldigung. Schon wieder Hühnchen. Scheint wohl die Hauptnahrungsquelle in diesem Land zu sein. Achtung! Ah! Boah! Ja. Ich hatte ihn schon. Er war zu greifen, na! Du Sack! Immer weiter, du holst auf! Du wirst mich nicht los! So wie die Amerikaner die illegalen Einwanderer nicht loswerden, hänge ich dir an den Fersen. Da war schon wieder Hühnchen. Gott verdammt. Immer weiter, du holst auf. Nee. Wie viele Existenzen wir jetzt schon zerstört haben, weil wir da durch die Stände gebrettert sind. Ja, Menschen. Oh.
Ups. Mensch. Na komm, ich hab sie gleich. Oh, das wird knapp. Ah, geschafft. So, komm. Du kannst mich nicht abschütteln. Ich bin wie eine blutsaugende Zecke. Toll, jetzt wird hier auch noch mein Auto dreckig. Ah, schon wieder Hütchen. Ich hab Federn im Mund. Ja, würde ich ja gerne. Komm. Ich hab dich, du Nase. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Du entkommst mir nicht. Jo. Der zieht schon wieder davon. Fuck, was war das denn? Wow. Warum sind hier so viele Mopeds? Komm, ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Ich riech das. Ah. Einmal von der Seite rein, komm. Kabums! Da hat's ihn zerrissen. Ich hab doch gesagt. Ich habe dir gesagt. Oh, lass mich durch, ich bin Arzt. Oh ja, mhm. Dieser Mann hat seine Tage im Gesicht. Komm hier. Narkose. Das muss so, Leute. Ich weiß darüber Bescheid. Ich bin Hirnchirurg. Oh. So, Leute. Kleines Update. Mir ist die Aufnahme vorhin nach der Verfolgungsjagd abgeschmiert. Weil das Spiel nach der Verfolgungsjagd kurz beendet wurde und er wieder ins Spiel zurückgesprungen ist und Fraps dadurch dachte, dass die Aufnahme beendet wäre. Das ist mir aber erst aufgefallen nach Teil 8 oder 9. Deshalb hole ich das hier für euch nochmal nach. Oh. Hübsche Ohren. Tut mir furchtbar leid, Leute. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich beim Türaufsprengen ein bisschen mehr schon zur Verfügung habe, als ich eigentlich hätte. Wie gesagt, das ist mir erst reichlich spät aufgefallen. Aber ich werde natürlich versuchen, so zu tun, als wenn das ja alles völlig neu wäre für mich. Und da ich ein Kurzzeitgedächtnis habe wie eine Schubfliege, wird mir das auch nicht allzu schwer fallen. So. Ja, Philippinen, super Wetter. Gefällt mir schon wieder super hier. Zack! Da hast du. Super. Gesichert. Bleib unauffällig, Breacher. Mother, Drohne ist in der Luft. Nach 5 Minuten. Hoffen wir einfach, dass die Geister noch da sind. Jo, das hoffe ich für dich mit. Mother, Feuer frei. Echo 3 und 4 sind unterwegs zur Rubialis. Wir melden uns, sobald wir sind. Auf dem Weg, Bruno. Haben wir so. Alles klar. Der gehört mir. Hey du, philippinischer Sandalenmann, du gehörst mir. Weg mit dir, schön mit dem Tomahawk in Brocken gehackt. So, komm mal da, beweg dich. Der gehört auch mir, ich weiß. Zack. Scheiße, Mother. Ich weiß, das hat er uns in Manchester mindestens 50 Mal erklärt. Das ist also kein Problem. Aber ich mach nochmal so die ersten Kugeln. Das ist jemand drin. Zweimal. Vielleicht mehr. Alles klar. Unter den feindlichen Füßen hindurchrobben. Durch den Dreck und den Modder und den Schlamm.
Warum schießt du den in den Hintern? Warum gibst du ihm nicht einfach einen mit dem Tomahawk oder mit dem Messer? Schon dabei. Zack, Kavems. Mother, ihr Punto. Ziehen uns zurück nach Betty. Eine Drohne hat bewaffnete Feindverbände in unserem Sektor geortet. Das ist aber auch ein Kackwetter hier. Es ist nass und es ist kalt. Ich friere. Ich will nicht mehr hier sein. Ich will nach Hause. Geht zum Militär, haben sie gesagt. Da siehst du die Welt, haben sie gesagt. Da kommst du rum, haben sie gesagt. Ich will nach Hause. Das ist alle nur eure Schuld hier. Verdammte Philippinen. Um 2 Uhr sind noch 3. Wir müssen zusammenarbeiten. Like a boss. Zu der Tür dort. Los. So, brechen wir mal durch. Ihr seht es. Sind wir schon so weit. Na, man könnte wenigstens schon früher als normalerweise die Pump-Action sehen. Gute Idee. Wems und Rinder. Sicher. Weiter, weiter. Mother, haben Ihre Kommunikation gestört. Wo sind die Bastarde? Was kannst du uns sagen? Wir haben Tankos auf den Gebäuden rund um eure Position. 6 Mann. Vielleicht noch mehr in den Gebäuden. Verstanden. Wir müssen hier mit den Herbst. Okay, das Zweig liegt vom Kapitel. Auf den Boot, bitte. Alles klar. Warum sind die denn nicht immer bereit, wenn so eine Operation startet? Warum müssen die erst immer aufgetankt werden? Natürlich, nichts lieber als das. Der Laser des Todes. Sehr schön. Ich mag Airstrikes. 1. Kavums! Da habt ihr. Ab geht's. Leise wird überbewertet. Kontakt! Verdammt, wie ich ihn nicht treffe. Jo. Aua. Was? Wie der da einfach so 5 Schüsse verträgt. Muss mal näher ran hier. Schrottelte. Bleib bloß weg. Einer weniger. Noch einer weniger. Links, ein Glockenturm. Voll in den Kopf. Noch ein voll in den Kopf. Noch 3, 10 Uhr.
Habt ihr? Ist alles für euch. Ja, klar. Jo. Bin bei dir. Das macht einen riesen Unterschied. Jetzt, wo wir sowieso schon kletschnass sind. So. Freunde. Hier machen wir eine Pause. Hier habe ich auch das letzte Mal beim ersten Mal aufgehört. Ja, wie gesagt, tut mir leid, diese technische Panne. Aber das kann ja jedem mal passieren. Ich hoffe, es passiert mir nicht noch öfter. Wie gesagt, es ist sehr merkwürdig, wenn eine Zwischensequenz geladen wird. Oder wenn eine Mission vorbei ist, springt er erst einmal raus ins Spiel und tappt dann wieder rein. Und manchmal passiert es dann nun mal, dass Fraps denkt, oh, das Spiel ist abgestürzt, dann beende ich mal die Aufnahme. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass es mir nicht nochmal passiert, dass das alles reibungslos weiter funktioniert. Wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und es geht weiter mit Part 4. Werden die Geiseln noch am Leben sein, die sich hinter dieser Tür befinden sollen? Oder kommen wir schon zu spät? Waren wir zu laut? Oder können wir sie retten? Das seht ihr in der nächsten Folge von Medal of Honor Warfighter. Macht's gut!